herzlich willkommen zurück bei Simulacra, glaube ich, hieß das Spiel. Der Name ist echt nicht so einfach auszusprechen. Wir sind, glaube ich, kurz davor herauszufinden, was mit Anna passiert ist. Und jetzt müssen wir erst einmal mit Greg reden. Ich weiß nicht, ob ich hier... Ich habe hier noch nicht alles durchgeguckt, ne? Ich glaube, wir waren hier stehen geblieben. Das ist die Sicherheitsfirma, die du anschreiben musst. Nutze diese Anfrage, um temporären Zugang für als Hausgast zu bekommen. Sende den Code, wenn du ihn bekommst. Solltest sicher gehen, dass du meinen kompletten Namen eingibst. Lass mich nicht warten. Aber ich weiß... Tech Titans. Okay, aber ich weiß deinen kompletten Namen doch nicht. Warte. Contact received from Greg. Hi, Mr. Tech. Hello? Titan Tech Fernzugriff Service. Hallo Anna. Wie können wir helfen? Texte mir Gast einladen oder nicht blockieren. Invite Guest. Aber ich brauche erst deinen vollen Namen, ne? Please text the full name of your guest. Bitte gib mir den vollen Namen deines. Warte. Hab ich den irgendwo? Auf Jabba vielleicht? Irgendwo? Oder warte, nein, ich weiß wo. Unter Kontakte. Und dann unter Greg. Greg Summers, okay. Greg Summers. Okay. Ja. Habe ich das jetzt abgespeichert, so dass ich es auch... Ich kann hier noch theoretisch was schreiben. Ah, okay, ich kann ihn... Das ist er. Hallo? Es funktioniert, ich bin jetzt im Fahrstuhl. Kann nicht glauben, dass meine Karte nicht mehr funktioniert. Sie hat mir das an unserem Feiertag gegeben. Hat gesagt, dass ich sie mir verdient habe. Gott, ich hoffe, dass sie zu Hause ist. Okay, ich stehe jetzt vor der Tür. Aber irgendwas ist hier falsch. Okay, was ist falsch? Ich kann jemanden da drin hören, der sich nicht anhört wie sie selbst. Ich gehe rein. Sei vorsichtig, Alter. Irgendwas ist falsch. Da war diese Stimme oder dieses Geräusch. Scheiß drauf, ich nehme das einfach auf. Muss Tobi sein, das ist vielleicht der Fernseher. Ne, es ist ausgegangen. Und ihre Katze ist auch nicht da. Ich sehe Tobi nirgendwo. Was hast du gehört? Ich habe keine Ahnung, was ich da gehört habe. Hörst dir einfach selbst an. Oh Gott, das will ich nicht. Ich will das nicht. Okay. What the fuck? Das hört sich an wie Voice Changer Roboterstimme. Hört sich irgendwie nach Reden an, oder? Ist irgendwie komisch. Irgendwas, was sonst noch auffällt? Ihr Platz ist unordentlich. Da liegen überall Sachen auf dem Boden. Normalerweise hält sie alles immer sehr organisiert. Vielleicht wurde sie ausgeraubt. Ihr Laptop ist immer noch hier, sonst fehlt auch nichts. Versucht die Quelle vom Jabber Post zu finden. Ihr Laptop ist immer noch warm. Es ist Jabber. Sie hat definitiv von hier aus etwas gepostet. Also wo zur Hölle ist sie hingegangen? Ihr Notebook ist auch immer noch hier. Ich werde jetzt einfach mal gucken gehen. Das fühlt sich alles einfach nicht richtig an. Irgendwas Komisches passiert hier. Verdammt. Gibt's irgendeine logische Erklärung dafür? Ja. Naja, noch nicht so wirklich Glück gehabt. Eigentlich. Oh. Oh, fick dich. Was?
Was ist los? Was hast du getan? Was hast du getan? Ich habe was auf ihrem Computer gefunden. Was hast du getan? Remote Wipe. Was hast du getan? Versuchst du an, das Telefon zu löschen? Ich lösche was? Ich tue gar nichts. Hast du etwas getan? Wage es sich nicht, irgendwas zu löschen. Wir brauchen alle Info, die wir kriegen können, um Anna zu finden. Ich bin hier gerade auf einer Zeit. Ein zeitbasierter Reset? Scheiße. Bleib ruhig. Sag mir, was passiert. Du sagst, Data setzt sich zurück. Wie ist das passiert? Das ist von Annas Laptop. Okay, lass mich ihren Laptop checken. Scheiße, ich sehe das auch. Von fern alles zerstören? Wie ist das passiert? Ich habe überhaupt nichts angefasst. Hör auf zu reden und fang an zu helfen, ja. Okay, okay. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Es ist die gleiche Software, die sie auch für mich bekommen hat. Sag mir, was du siehst. Alter, beeil dich, Mann, beeil dich. Warte kurz, ich sehe es. Oh, fick mich. Um es auszuschalten, brauchst du 3 Security Questions, musst du 3 Security Questions. Der Name ihrer Katze, der Firmaname und ihre Iris Versionname. Du kannst es in irgendeine Reihenfolge fangen, wir brauchen aber 3. Oh Gott! Tobias! 7 Sekunden, ich kann gleich sofort aufgeben. Nein, ich kann aufgeben. Das dauert auch viel zu lange. Ich weiß ja nicht mal, wie ihre Firma heißt, Mann. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott, das wird laut. Rebooting. Oh Gott, nein, 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 nein. Das ist, irgendwas ist hier faul. Ich will das nicht. iOS OS. Ich habe auch nie die Version gesehen, oder? Vielleicht könnte ich in den Einstellungen nachgucken sein. This phone belongs to Anna. I asked for your name. Ja. Oh, ja, ich hab dich nach deinem Namen gefragt. Oh Gott. Scheiße. Okay, ich gebe meinen Namen ein. Full name, please. Alter, ich gebe nicht meinen vollen Namen ein. Ja, das ist mein voller Name. Warte, nee, ich nenne mich Philipp. Stadtschmidt, das ist dann irgendwie ein bisschen kreativer. Für eine personalisiertere Nutzererfahrung antworte bitte die folgenden Fragen, damit wir deine Wünsche erfüllen können. Mach dir keine Sorgen, es braucht nur einen Moment. Wie alt bist du? 20. What is your home country? Wo lebst du? In welcher Region? Deutschland? Bist du ein neuer Nutzer oder ein erfahrener Nutzer? Ich bin erfahren. Falls nötig, würdest du gerne eine manuelle Konfiguration von neuen Einstellungen vornehmen? Oder dem Handy erlauben, das automatisch zu machen? Automatisch? Machst du gerne häufiger Backups oder eher so mal zwischendurch? Eher mal so zwischendurch. Schläfst du gerne früh oder gerne spät? Spät. Was ist dein Lieblingsgeruch? Wofür braucht ihr das? Ich habe mir in meinem ganzen Leben noch nie darüber Gedanken gemacht, was mein Lieblingsgeruch ist. Ich kann das gar nicht beantworten. Parfüm? I guess. Was? Welchen Teil eines Tieres isst du am liebsten? Ach so, okay. Ich dachte jetzt, ich habe zuerst gelesen, welches Tier isst du am liebsten? Er gesagt, was über deinen traurigsten Moment im Leben? Dieses Spiel. Dieses Spiel. Dieses Spiel ist gruselig. Und das macht mich traurig. Bist du paranoid, dass dein Handy oder deine Laptop-Kamera jeden deiner Moves mitverfolgt? Nein, weil ich habe keine Kamera an meinem PC. Wenn jeder dir einfach nur die Wahrheit sagen könnte,
Wenn jeder dir immer nur die Wahrheit sagen könnte, wenn er mit dir spricht, glaubst du dann, dass das die Welt einen besseren oder schlechteren Ort machen wird? Vermutlich einen schlechteren. Schwörst du, dass du die Wahrheit sagst und nichts außer der Wahrheit? Ja. Würdest du lieber das Datum deines Todes wissen oder der Todesgrund? Lieber den Grund. Würdest du lieber dein Gedächtnis verlieren oder alle deine Körperteile? Alle deine Rippen? Nee, Rippen heißt es nicht, ne? Wirklich alle meine Körper. Hier Finger und sowas, ne? Oh, dann lieber mein Gedächtnis. Wenn du jetzt gerade hinter dich gucken würdest, würdest du lieber einen herumfliegenden Kopf sehen? Oder einen Körper, der keinen Kopf hat? Dann lieber den fliegenden Kopf. Deine Haare riechen gut, ja. Du stimmst zu, alle deine persönlichen Daten an das Iris Betriebssystem weiterzugeben für weitere Verbesserungen der Nutzererfahrung und andere Services, die uns frei zur Verfügung stehen, ja. Wir ehren deine Privatsphäre und würden deine Daten niemals für irgendwelche anderen Sachen benutzen. Danke, jetzt ist dein Handy ist jetzt fertig. Okay. Hallo Philipp Tifotix, willkommen zu den Chats. Deine Standard-Nachrichten-App, die von Iris gemacht ist. Dieser Service ist kostenlos für ein Jahr von diesem Tag an. Und danach würde es ein jährliches Abo geben. Wir hoffen, dass wir weiterhin dir von Nutzen sein können. Denk daran, dass wir immer über dich wachen werden. Deine Chat-ID ist Philipp02. Okay. What the fuck? Jetzt habe ich einfach mein eigenes Handy. Das ist nicht mehr Annas Handy. Was ist mit Anna passiert? Willkommen, Philipp Tifotix. Glückwunsch, es ist alles fertig. Als ein Nutzer von IrisOS, wir sind immer einen Schritt voraus, um dich mit dem nötigen Support zu versorgen, den du brauchst. Um die anderen Sachen nutzen zu können, logge dich bitte mit deiner Iris-E-Mail ein. Wenn du noch weitere Assistenz brauchst, dann kannst du unser nächstes Support-Center in Deutschland kontaktieren. Okay, ich ernehme also die ganzen Daten her. Hafen, hab einen guten Tag, wir gucken dir immer zu. Oh Gott, no. Open? What the fuck? Du! Bist du sicher? Bist du sicher? Es ist sehr laut. Gott, ist das laut. Ja, ich glaube. Unwahrscheinlich. Für lange. Stimme. Tu nicht. Du musst es ausschalten. Du musst sie ausschalten. Welche Stimme? Ich höre irgendwas. Die eine Stimme. Die vielen. Die Stimme davon. Ich glaube es nicht. Du musst seinen Worten widerstehen. Ja, und... So. Das macht alles keinen Sinn. Irgendwas ist falsch. Du bist nicht Anna. Nein. She will be gone soon. Sie wird bald nicht mehr da sein.
finde ich sie. Das kommt drauf an. Das kommt darauf an. Hörst du? Wirst du mich finden und sie finden? Nee. Das ist nicht richtig. Ach so. Oh. Nee, nee, nee. Warte, warte, warte. Finde mich und du. Und du wirst sie finden. Das heißt, sie sind am gleichen Ort. Wenn nicht. Ich check das hier noch nicht so ganz. Dieses Puzzeln check ich noch nicht so zu 100%. Muss ich jetzt auch lösen, weil sonst komme ich hier nämlich nicht weiter. Okay, aus irgendeinem Grund, irgendwie habe ich es doch geschafft. Es ist immer so ein bisschen random. Falls nicht, springen sie beide von der Brücke. Schmeißt er sie von der Brücke. Wird sie sterben? Wird sie sterben? Okay. 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 Ich bin wieder bei ihr drin. From the Office of Admissions, the University of Cunningham, we have received your application to the School of Veterinary Science. We regret to inform you that you have not been shortlisted. Blah, blah, blah. We thank you, blah, blah, blah. They didn't even say why, and they have to take 3 months for this? Ugh, this is not helping! Okay, da wird noch gesynkt. Hallo? Scheiße. Bitte sag mir, dass es funktioniert. Falls die Daten verschwunden sind, werde ich dich verdammt nochmal killen. Ich kann Anna nicht verlieren. Ich glaube, die Daten sind immer noch hier. Danke Gott. Oh mein Gott. Du hast mich erschrocken. Ich dachte, wir haben unseren ganzen Fortschritt verloren. Das hat sich selbst irgendwie wiederhergestellt. Wenn es funktioniert, funktioniert's. Ich werde es nicht hinterfragen. Das ist zu viel, das ist alles zu komisch für heute. Okay, hier ist es. Ich habe etwas auf ihrem Laptop gefunden. Pornstash. Pornos? Es gibt eine Zeit und einen Ort für alles. Das ist hier nicht der Fall. Anders als du habe ich tatsächlich etwas Wertvolles gefunden. Da sind ein paar Sachen vom Handy gebackupt worden. Einer hier. Und noch einer bei ihr zu Hause, bei ihr, bei der Arbeit. Das heißt, es gibt wahrscheinlich mehr als das, was du auf dem Handy hast. Wir arbeiten einfach mit dem, was wir haben. Ich werde zuerst das von ihrem Laptop wiederherstellen. Okay, let's go. Oh. Ja. Okay, und hier an der Stelle wird gesaved. Da hier gesaved wird, würde ich einfach mal sagen, ist der Part, denke ich mal, lang genug. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten und hoffe, beim nächsten Part muss ich nicht so viel schneiden, weil ich nicht so oft unterbrochen werde. Also Leute, bis dahin und ciao.